Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder hier hingefunden habt. Vielen, vielen Dank fürs immer wieder hier rumstalken. Finde ich richtig gut. Vielen Dank für all die netten Nachrichten, die mich immer erreichen. Und für die Kommentare und für die Likes und für die Abos. Vielen, vielen Dank schon mal dafür, bevor ich das nämlich wieder vergesse. Um Gottes Willen will ich das diesmal ganz am Anfang tun. Und mich natürlich artig bedanken bei euch. Hallo, das ist, glaube ich, das Mindeste, was ich machen kann. So, heute ist, was ist denn heute? Ach so, genau, Montag ist heute. Es ist schon ziemlich spät, es ist 5:30. Und ich war sehr fleißig heute. Ich habe hier versucht, irgendwie diesen Saustall wieder so hinzubringen, dass er mich nicht mehr ganz so sehr triggert. Und mich noch um so ein paar interne Dinge gekümmert, war jetzt vorhin mit den Hunden ganz schnell große Runde und bin dann runtergegangen in den Keller, um zu färben, denn mir ist eingefallen, oh shit, du hast komplett den Überblick verloren, für welche Farben ich einen Mini dazu gefärbt habe und habe mich jetzt also beigemacht, wahrscheinlich, wenn ich dann jetzt hier noch irgendwas strengle, wird mir der Mini wahrscheinlich auch in die Hände fallen. Aber so what, das ist total egal. Habe ich mich jetzt noch beigemacht, habe durchgezählt, für welche Farbe brauchst du noch einen Mini, um einen Krabbellappen dafür zu stricken, damit ihr die Farbe verstrickt seht. So, das habe ich jetzt gerade eben gemacht. Das macht man natürlich nicht als Einzelfärbung für einen kleinen Mini, sondern man schmeißt natürlich direkt wieder neue Stränge mit dazu, und zwar von der 100% Merino Base habe ich jetzt immer noch mal 4 dazu gepackt und die trocknen jetzt alle gerade vor sich hin. Dann habe ich noch, das zeige ich euch jetzt mal gleich, ich mache dann aber mal eben den Trockenschrank aus, ansonsten ist es so laut, habe ich auf dem Hohenloher Wollfest etwas gesehen. Wow, das sah so mega toll aus und leider habe ich mir den Namen nicht sagen lassen, total bescheuert eigentlich. Also die Anleitung war, glaube ich, eine... Ich fange nochmal von vorne an, okay, ich komme nochmal rein. Hallo, schönen guten Tag. So, alles mir mal und nicht so völlig random reingeworfen. Also, auf dem Hohenloher Wollfest habe ich eine Dame gesehen, die hatte einen wunderschönen Cardigan an. Dieser Cardigan, glaube ich, war ein ganz normaler Stino-Cardigan. Der hat mich sehr erinnert an den Twinkle Twinkle von Feinmotorik Blogspot, meine ich zumindest. Das war so ein ganz einfacher Stino. Raglan von oben, gestrickter Cardigan. Und den habe ich so abgefeiert, diesen Cardigan. Den fand ich so mega schön. Der war grau als Grundfarbe und dann hatte sie reingestrickt aus lauter kleinen bunten Minis Streifen. Und das wechselte sich halt immer ab mit einem Streifen grau und dann ein Streifen von diesen kleinen Minis. Und das war in Regenbogenfarben und ich habe den gesehen und habe den so abgefeiert, diesen Cardigan. Und ja, ich habe leider nicht nach deinem Namen gefragt. Also falls du meinen Vlog guckst, wäre das natürlich fantastisch. Du könntest dich vielleicht kurz oben unten in den Kommentaren kurz einmal melden, das wäre voll schön. Ja, ich habe diesen Cardigan abgefeiert und habe so gedacht, wow, den möchtest du dir auch unbedingt stricken. Und naja, es lohnt ja immer nicht, wie gesagt, Einzelstränge zu färben, sondern dann macht man das halt in einem großen Gebinde. Und ich habe jetzt für Kiel geholt noch kleine Minisets gefärbt und natürlich eins behalte ich selber für mich. Und ja, die anderen werde ich einfach mitnehmen, zu Kiel geholt, und falls ihr Bock habt, könnt ihr das kaufen, und wenn nicht, dann nehme ich es halt wieder mit nach Hause und behalte es halt selber, ist auch egal. Ich zeige euch das mal eben. So, und zwar habe ich jetzt so 10 Farben insgesamt gefärbt und die gehen wirklich einmal so komplett in Regenbogen lang, ne? Also das ist so ein richtig cooles Neongrün, dann haben wir ein Neonorange. Ein, was so in Richtung Spearmint geht, aber auch echt so richtig Bam in your face,
ja, grün ist, dann haben wir ein Türkis. Komischerweise, das kommt irgendwie auf der Kamera gerade gar nicht so gut rüber. Das ist echt mega schade, aber ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, wenn ich euch die Farben einfach beschreibe. Dann haben wir ein natürlich Neongelb, ein neonfarbenes Purple. Purple Neon zu färben ist übrigens extrem schwierig. Also falls ihr da so ein bisschen Schwierigkeiten habt, wenn ihr euch die Farbe Neon Purple kauft und ihr habt so den Eindruck, ah Mist, das wird so ungleichmäßig, dann gebe ich euch mal den heißen Tipp. Also ihr färbt erst mit dem Neon Purple, bis die Farbe komplett aufgesaugt ist. Und dann geht ihr hinterher nochmal mit so einem Ultraviolett drüber und dann ist es wirklich relativ gleichmäßig durchgefärbt und ihr habt so ein richtig cooles Neon-Purple. Also nur mal so als kleinen Färbetipp am Rande. So, dann haben wir hier ein sehr, sehr cooles Neon-Peach. Dann haben wir so ein Electric Blue, nennt sich die Farbe. Die habe ich auch so 1:1 einfach nur aus dem Pöttchen genommen. Dann haben wir ein Neon Pink und das ist wirklich richtig, das schreit dich an, dieses Neon Pink. Und ein richtig schönes Sonnengelb, was dazu noch, das wird, boah, meine Güte. Ich bin mega, mega, mega verliebt in diese Farben und bin schon total gespannt, also wenn die trocken sind, wie das dann so aufgereiht dann aussehen wird. Ja, und wie gesagt, also das ist wirklich angelehnt an diesen Cardigan, den ich gesehen habe. Der hat mir so gut gefallen. Meine Güte, der hat einfach ich geschrien, weil der war so fröhlich und so bunt und passte einfach so schön jetzt so in die Zeit irgendwie so, ja, einfach mal wieder so ein bisschen was Fröhliches zu sehen. Das war einfach traumschön und ja, ich war so blitzverliebt. Ja, das sind schon mal so die ersten Maschenpröbchen, die ich schon fertig habe. Also die Krabbellappen. Der Mister hat die irgendwann so benannt, fand ich einfach total treffend. Und ja, das, seitdem sind es halt Krabbellappen. Irgendwo anders liegen auch noch welche rum, die ich schon fertig gestrickt habe. Und ich stricke die jetzt alle so nacheinander weg. Und ja, dann habt ihr wirklich was zum Schauen und Gucken und okay, wie sieht die Farbe verstrickt aus? Und dann kann man sich einfach ein besseres Bild machen. Ne? Also ich finde das einfach wichtig, sowas auch mal verstrickt zu sehen. Ich habe da gar nicht jetzt drauf geachtet, dass das immer alle dieselben Bases, oh, wir sind so amerikanisch, nee, Quatsch, dieselben Bases sind, sondern ich habe einfach random reingegriffen, habe mir einen, sag mal, einen Mini rausgegriffen. Und das sind meistens immer auch unterschiedliche. Ne? Also ich habe auch sogar Single-Minis verwendet oder, sag mal, Schurwolle, also etwas derbere Schurwolle. Von daher, ja, ist das wirklich so eine bunte Mischung, die sich da so durchziehen wird. Ja. Wenn Sie hier mal schauen möchten, sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Also das sind die Kisten. Mein Gott, ich habe so voll den Zittrigen. Das ist echt, das macht mir ein bisschen Probleme, die Kamera gerade ruhig zu halten. Ich hatte gerade einen Energy. Merkt man gerade überhaupt nicht. Ich zitter nämlich wie doof. Aber ansonsten hätte ich den Tagessatz heute nicht so wirklich geschafft. So, also das sind noch die Kisten, die ich noch strengeln muss. Und dann Zuse. Und da hinten stehen schon in drei Reihen, also man sieht nur zwei, aber dahinter ist noch eine Reihe, die fertigen gestrengelten Kisten und hier vorne sind zwei riesengroße Kisten mit Taschen, also es wird so langsam. Hallo meine Lieben, heute ist Dienstag, der 26. Ja, oh, guck mal, das weiß er noch, klasse. Der 26. Mai. Ich liege jetzt wirklich im Endspurt. Ich habe heute die vorvorletzte und die vorletzte Farbe gefärbt und ich muss morgen noch die letzte Farbe färben und dann bin ich fertig, endlich. Genau, also das ganze Haus steht jetzt voll mit Trockenschränken und Ständern. Ich zeige euch das mal. Ihr müsst euch einfach ein Bild machen, wie unter welchen katastrophalen Umständen wir hier leben. Ja? Also das ist das Katastrophe und ich drehe euch mal eben um. So, anfangen tut das Ganze hier. Und zwar steht hier der erste Trockenschrank mit einer kompletten Farbe. Dann haben wir hier Trockenschrank Nummer 2 mit der nächsten kompletten Farbe. Dann nutze ich immer ganz gerne die Wärme, die diese Schränke hier produzieren, um
diesen Ständer zu trocknen. Der wäre dann auch vielleicht morgen trocken. Mal gucken, das weiß ich noch nicht. So, also 1, 2, 3. Und es ist ja noch nicht genügend gewesen, finde ich. Tada! Nummer 2. 3. Genau, Nummer 3. Ja, und genau, die stehen hier so rum und werden jetzt trocknen. Und damit bin ich jetzt fertig. Ich stehe seit 8. Genau, seit 8 habe ich im Färbekeller gestanden, habe gefärbt und jetzt werde ich die kleinen Minis hier alle strengeln, also die Sets zu Ende oder überhaupt mal anfangen, ich habe noch gar nicht angefangen, die Sets strengeln, diese kleinen Minisets und dann habe ich hier noch die, die 100% Merino, wo ich diese 9 verschiedenen Farben nochmal gefärbt habe, um jeweils einen kleinen Mini zu haben, dass ich den halt als Krabbelläppchen für euch für Kiel geholt fertig stricken kann. Die werde ich jetzt auch gleich noch zu Ende strengeln und genau, ja, dann irgendwann falle ich einfach tot rum. So, ein hübscher kleiner Berg an herausgeschnittenen Trennfädchen von den Minisets liegt jetzt hier und genau, ich würde daraus irgendwie immer total gerne was machen, weil das ist so schön bunt und ja, sieht einfach so unglaublich niedlich aus. Also, ja, ich habe schon mal eine riesengroße Tüte zu Hedgehog auch geschickt. Also für alle, die diese wunderschöne Base da haben von Hedgehog Fiber. Vielleicht ist da der ein oder andere kleine herausgeschnittene Mini-Abschnitt von Pearl Knit dabei. So mal als kleiner Zeitwerk. Ich, ja, genau. Also ich habe jetzt diese kleinen, wunderschönen Minisets gepackt, die wirklich sehr regenbogenmäßig orientiert sind. Und ja, ich glaube, die werdet ihr genauso cool finden wie ich. Und ja, die wird es auch auf Kegel geben. Ich drehe gerade ganz viele Minis, weil ich ja sehr, sehr viele Minis gefärbt habe. Das hatte einen einfachen Grund. Ich hatte noch ein bisschen so Restfarbe übrig, habe dann da was reingeschmissen. Naja, dann nochmal was reingeschmissen und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Das ist meistens so. Und jetzt habe ich aber, glaube ich, sehr, 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 sehr schöne kleine Minisets fertig gemacht oder mache sie jetzt gerade fertig und habe jetzt gerade angefangen, weil sie jetzt trocken sind, die kleinen Minis auch zu strengeln. Und dabei ist mir eine sehr, 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 sehr wichtige Sache nochmal eingefallen, die ich vor 3 Jahren auf den ersten Kiel geholt gehört habe. Und da würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen auch drauf eingehen, weil es sind ja jetzt natürlich auch ganz viele neue Zuschauer mit dazugekommen oder halt auch viele neue Follower, die auf Instagram mir auch folgen. Und deswegen würde ich ganz gerne noch mal so eine kleine Sache erklären. Ich hole mir noch mal eben ein paar Minis dazu. Moment. Und zwar war das vor 3 Jahren so, dass mir da eine Sache aufgefallen ist. Und zwar, da waren Kunden bei mir am Stand. Und ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, dass sie halt gesagt haben, oh, das ist aber teuer. Und da ging es halt gerade hier so um diese Mini-Stränge. Und ich hätte es halt irgendwie cooler gefunden, hätte man mich mal direkt angesprochen, weil dann hätte ich direkt erklären können, warum ist das denn eigentlich so teuer? Und hätte halt erklären können, Leute, ich will mich daran nicht bereichern, nur weil die kleiner sind, sind die deswegen auf jeden Fall teurer, sondern das hat halt Gründe, warum die teurer sind als ein normaler 100-Gramm-Strang. Und ich hätte es halt damals wirklich super gerne erklärt, aber ich hatte leider keine Chance, weil man hat mich nicht angesprochen. Und deshalb würde ich es ganz gerne hier nochmal für euch auch nochmal erklären, weil ich werde ja jetzt auch wieder Minis mit dabei haben. Und bevor mich wieder keiner anspricht, hör mal, Nike, warum kostet denn das mehr als ein normaler Strang? Würde ich es ganz gerne hier jetzt einmal für euch erklären und ja, einfach mal so ein bisschen zusammenfassen,
warum die Dinge so sind, wie sie sind. Also ihr müsst euch vorstellen, der Mini an sich ist natürlich im Einkauf schon mal viel, viel teurer als ein normaler 100 Gramm Strang. Das hat den einfachen Grund, nicht weil die Menge geringer ist, deswegen müssen wir es teurer machen, sondern einfach die Arbeit an sich, die die Spinnerei hat, um diesen Mini herzustellen, die 20 Gramm abzumessen, ist natürlich deutlich höher, der Arbeitsaufwand, diese 20 Gramm zu machen, als wenn sie einen 100 Gramm Strang für uns Färber fertig machen. Und deswegen ist der halt im Einkauf schon mal deutlich teurer. Also ihr könnt auf jeden Fall locker 20% oben drauf rechnen, die der im Einkauf schon mal, wirklich locker 20%, die der mehr kostet im Einkauf, wenn ich den als Rohware kaufe. So, Punkt 1. Punkt 2, ich habe ja dieselbe Arbeit, wenn ich den Mini vorbereite fürs Färben und denselben Energieaufwand. Ich habe dieselben Kosten an Wasser und Farbe, an Säure. Ich habe dieselben Kosten an Strom, Energie zum Färben, zum Schleudern hinterher. Und die Kosten sind alle gleich, aber hinterher die Nachbehandlung dieses kleinen Minis ist deutlich aufwendiger als ein normaler 100-Gramm-Strang, weil dieser 100-Gramm-Strang, den nehme ich mir einfach, strengel den, mach den schick und alles ist schön. Bei diesen kleinen Minis ist es so, dass ich da gerne die kleinen Trennfädchen, sofern das möglich ist, rausschneide, damit der einfach schöner aussieht. Für euch, jetzt habe ich mich hier gerade total verhangen. Weil wenn ich den so jetzt strengeln würde mit diesen hässlichen Trennfäden, dann würde das einfach scheiße aussehen. Ist einfach so. Und deshalb schneiden wir die raus, diese Trennfädchen, damit wir einfach ein wunderschönes Produkt euch anbieten können. Und dann, wenn ein großer Strang gedreht wird, dreht er so 6 bis 7 Mal, bis er so weit eingerollt ist, dass er sich, dass wir den zu einem wunderschönen Strang wickeln können. Und dieser Mini braucht auf jeden Fall die doppelte Umdrehungszahl, also auch das Doppelte an Zeit, was dieser kleine 20 Gramm Mini hier auf dem Gerät ist, um so gestrengelt werden kann halt. Ich weiß immer nicht, das Wort dafür, dass der sich so zusammenrollt. Ja, dass er sich halt zusammenrollt. Genau, und deshalb sind die Kosten einfach deutlich höher für die Minis als für den 100 Gramm Strang. Und ich wollte euch das einfach mal so ein bisschen transparent rüberbringen, warum die Dinge einfach so viel kosten, wie sie kosten. Also das hat immer nichts damit zu tun, dass wir uns bereichern möchten an euch, sondern dass wir einfach unsere Kosten transparent und für uns alle irgendwo tragbar gestalten wollen und auch irgendwo darstellen müssen. Ja, moin! Heute ist Mittwoch, es ist jetzt 9:30 Uhr, ich habe jetzt gerade was gefrühstückt. Früher bin ich irgendwie nicht klargekommen. Ich habe Kopfschmerzen des Todes, seit gestern Abend schon, aber ich denke, das ist echt so vom Nacken her, weil ich echt gestern ja gefärbt habe, wie so eine Bekloppte. Ich habe ein Kabel aufhängen. So, genau, ich habe gestern Abend ja noch die kleinen Minis, die man da hinten im Hintergrund, ja genau, da stehen die kleinen Minis, also die Minisets, die habe ich ja gestern noch fertig gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ach, es wäre doch so schön, wenn wir das Ganze noch in Pastellfarben anbieten könnten. Also bin ich runtergegangen in den Keller, habe meine Färbetöpfe erneut angeschmissen und habe dann nochmal diese Sets in Pastellfarben
gefärbt, die trocknen aktuell noch. Genau, und dann rief mich der Mister an und sagte, er würde jetzt Feierabend machen und er würde ganz gerne noch schnell zu Ikea fahren, damit wir die Kisten, die uns noch fehlen, das waren ja noch so, also 20 Stück haben wir jetzt gekauft, ich glaube 16 brauchen wir noch, dass wir die noch schnell kaufen können. Und dann habe ich echt in der Zeit, ey, total bescheuert eigentlich, wie er nach Hause gefahren ist, es echt noch geschafft, diese Mini-Sets zu färben. Und ja, die trocknen jetzt aktuell und dann ja, sind wir schnell noch zu Ikea gefahren und haben die Kisten besorgt. Und genau, und dann fingen meine Kopfschmerzen an, weil das war einfach ein Zahn zu viel. Aber gut, ist jetzt halt so. Freunde, ich gehe jetzt als allerletzte Amtshandlung runter in den Keller und färbe wirklich die letzte Farbe. Das heißt nicht, dass ich diese Woche nicht mehr färbe, aber es ist die letzte Farbe für Kierwold. Yes! So, ich bin tatsächlich fertig geworden. Meine Güte, das war jetzt echt nochmal ein Haufen Arbeit mit den kleinen Minis, aber ich bin wirklich fertig geworden. Also, Set Nummer 1 ist das etwas kräftigere Rainbow Mini-Set, was es geben wird auf Kierwold. Also das holt, glaube ich, jeden ab, der so richtig auf Knallefarben steht. Dann haben wir das Ganze hier nochmal in etwas zarteren Pastelltönen, was ich auch mega, 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 mega schön finde. Na und also, wenn man das jetzt mal so zusammenhält, sieht man schon, ne, dass da echt ein krasser Unterschied ist. Ne? Einmal kräftig und einmal sehr zarte Pastellfarben. Ich lieb's. Und dann habe ich noch gezaubert kleine Fünfer-Sets. Und zwar in so ganz coolen, wunderschönen, ja, dunkle Herbstfarben möchte ich es mal nennen. Da ist zum Beispiel ein Fuchs ausgewachsen mit dabei. Dann ist da ein Fox at the River mit dabei. Und die anderen drei sind dazu passend gefärbt. Ne? Also hier der blaue Strang, der hat so ein bisschen lila mit drin. Dann haben wir hier den ganz lilanen Strang. Und dieser hier, der vereint so alle Farben, die ich jetzt dann auch verwendet habe, in den anderen Strängen als Speckle. Also auch eine richtig, richtig coole Kombi und ich finde es ja, mega, mega sagenhaft. Also das ist total schön, um halt einfach mal so ein Streifensockenpaar zum Beispiel zu machen oder um das halt als Akzente zu nehmen für zum Beispiel eine Rundpasse oder so, ne? Wenn man so einen ganz schlichten Pullover machen möchte mit einer Rundpasse, aber da so ein bisschen die Farben halt oder so ein bisschen akzentuieren möchte, ist das echt immer super gut geeignet, so kleine Minisets. Ja. Ich habe jetzt die allerletzte Farbe reingeholt, für Kiel geholt. Und zwar ist das die Farbe Retrospektive. Das ist auch mal ein super Knaller bei euch gewesen. Es ist ein ganz geiles, zartes Hellblau mit wunderschönen, ja, blushfarbenen Stellen drauf und dann halt mit Speckeln garniert und dann nochmal durch einen Sepia-Filter gezogen. Also mega geil. Ich liebe diese Farbe einfach unendlich. Man hat mit der Farbe auch unendlich Kombinationsmöglichkeiten. Ne? Also man kann, wenn man das zum Beispiel kombinieren möchte mit einem ganz zarten Mintton, ist das gar kein Thema. Das sieht immer super gut aus. Man kann auch eher dann in die rosa Richtung gehen und dieses Blushfarbene aufgreifen. Man kann in eine beige Richtung gehen, kann diesen Sepia-Filter mit aufgreifen. Also das ist so unendlich gut geeignet, um ja damit halt einfach zu kombinieren.
und ja, seine Fantasie völlig freien Lauf zu lassen. Also ihr seht, das hier sind halt diese wunderschönen aquafarbenen Stellen. Oh, wie hübsch. Ich liebe sowas, wenn ich sowas entdecke, finde ich immer ganz toll. das ist unfassbar, ja, worüber die sich freut. Genau, ja, und diese mega geilen Speckles, ja, das ist einfach so schön und ich liebe einfach alles daran, das ist mega geil. Also, vorletzte Farbe. Und so, jetzt. Und die habe ich jetzt gerade, die war schon komplett trocken, die strengel ich morgen weg. Lemon Squeezy, yay, wie geil ist das denn? Ich habe mir überlegt, ich werde auf jeden Fall Lemon Squeezy mit nach Kirgoholt bringen, weil es ist eine sehr gern gehabte Farbe von euch und ich möchte einfach auch so ein bisschen Neon bedienen. Und mit Neonminze und dem Secret Letter tue ich das schon. Aber ich finde, so eine dritte Farbe ist natürlich nochmal total super. Und das Ganze auf Neon. Ja, ist einfach saugeil. Genau, das ist jetzt hier zu oberst liegt übrigens die Poolworth Base. Also könnt ihr sehen, wie sehr auf der Poolworth die Farben auch strahlen können. Ne? Das ist gigantisch. Hallo meine Lieben, ich habe Knick in der Haare. Ich hatte bis gerade noch eben ein Haarband drin. Random Facts über den Fuchs. Heute ist Donnerstag? Ist heute Donnerstag oder ist heute Freitag? Was ist heute für ein Tag? Donnerstag? Freitag? Donnerstag, dankeschön. Es ist heute Donnerstag und schon recht spät abends. Ich habe ganz, ganz viel gestrengelt heute und das zeige ich euch mal eben. Vorher zeige ich euch aber noch was total Cooles, denn wenn Sie mal schauen möchten, die wunderschönen Taschen sind fertig, die der Mister noch machen wollte. Und zwar einmal in so einem richtig schönen dunklen Weinrot, dann in so einem ganz kräftig dunklen Grün und dann in einem ganz dunklen, ja, wie so Espresso. Ja, also braun, ja, Espresso-braun würde ich es benennen wollen. Und jetzt versuche ich immer einhändig das Ganze aufzumachen. Ah! Mister, komm mal bitte. Bitte einmal den Reißverschluss abmachen. Mit einer Hand geht das richtig scheiße. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Super. Und zwar, schaut mal. Schön, oder? Mega, 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 mega klasse. Ja, also da passt eine riesengroße Menge rein. In die Tasche und man kann dann von außen schauen, was da drin ist. Wie cool ist das bitte, ja? Ich finde das richtig, richtig cool und wunderschön. Und ja. So, das wollte ich zeigen, genau. Und dann wollte ich zeigen, was ich, also, das mache ich jetzt noch zu Ende. Das ist zu Ende. Oh Gott, habe ich schon wieder Energy getrunken oder was ist los? Das ist Retrospektive, die strengle ich gerade noch zu Ende. Da fehlt jetzt noch die vierte Base, die Single Base. Das ist übrigens diese wunderschöne Farbe. Ist sie nicht toll? Ich liebe sie. Das erinnert mich so sehr an so ein ganz altes Polaroid-Bild. Deswegen heißt es auch Retrospektive. Ja, ich liebe diese Farbe einfach unendlich. Und das, ja, ich liebe sie einfach. Das ist übrigens ganz neu. Das ist dafür für Minzfrosch. Den wird es ganz neu als, ja, sozusagen Premierenfärbung geben, auf Kiel geholt. Und das ist Lemon Squeezy. Die passt super, super schön zum Pfefferminzfrosch, weil ja dieses wunderschöne Mintige hier, was in der Dings drin ist, in dem Lemon Squeezy hier auch nochmal vom Pfefferminzfrosch aufgegriffen wird. Und was ich gerade sehe, der Pfefferminzfrosch passt auch hervorragend zum Retrospektive. Tada! Ah, oh, ein Wunder. Die Dinge passen zusammen. Sehr schön. Ja, das ist also Ausbeute von heute. Juhu! Thank you.
Schaut mal, habt ihr euch gefragt, warum ich die Fädchen immer rausschneide? Ich habe euch den Strang jetzt mal so gewickelt, wie er aussehen würde, wenn ich diese Baumwollfäden nicht rausschneiden würde. Der würde nämlich echt Käse aussehen und so ein Produkt möchte ich euch nicht anbieten, sondern ich möchte gerne, dass ihr ein wunderschönes Produkt zu Hause habt. Und deshalb mache ich mir halt diese extra Mühe und schneide die Fädchen vorher immer raus. Zumindest wenn es diese Baumwollfäden sind, damit ihr einfach so ein wunderschönes Produkt in den Händen haltet. Denn ja, ihr bezahlt dafür Geld für dieses Produkt. Das ist für euch ein Luxusprodukt, was ihr euch einfach gönnt. Und ja, deshalb möchte ich einfach, dass ihr ja extrem viel Spaß dabei habt, euch das anzugucken und das in den Händen zu halten. Deshalb mache ich mir lieber das klein bisschen extra Arbeit und weiß aber hinterher, dass ihr euch total darüber freut, wenn ihr einen wunderschönen Strang in den Händen haltet. Gleich viel schöner, oder? Ich bin hier gerade wie Ghostbusters durch... durchs Wohnzimmer und habe hier mit dem Schädlingsgedöns unser Elefantenohr eingesprüht, weil unser Elefantenohr hat, wir wissen auch nicht warum, aber seitdem wir unser Elefantenohr haben, hat es recht schnell, ich sag mal so 3-4 Monate später, Wollläuse gekriegt. Und ja, es hört sich ganz süß an, so Wollläuse. Die machen jetzt auch nicht so viel, aber die sind halt lästig, ne? Also die saugen so ein bisschen den Blattsaft daraus und das ist nicht ganz so schön. Deswegen habe ich die jetzt gerade nochmal eingesprüht. Ich mache das immer so, weiß ich nicht, so alle 1-2 Monate mal, dass ich die halt damit einsprühe, wenn ich wieder sehe, ah, das nimmt wieder Überhand. Also die sitzen meistens hier unten drunter auf der Blattunterseite. Ich gucke mal gerade, ob ich hier irgendwo eine finde, die ich euch mal eben zeigen könnte in der Nahaufnahme. Weil eigentlich sind die ganz schön hübsch, die Dinger. Wollläuse, eigentlich, man könnte sie ja, finde ich, dann auch mal... Ja, ich habe sie jetzt gerade angesprüht, also man sieht sie jetzt nicht mehr so gut. Die sehen recht lustig aus, sie sind so richtig, ja, flauschig halt. Die sehen einfach flauschig aus. Eigentlich sind die süß, ne? Aber ja, sind halt nicht ganz so gut für unser Elefantenohr. Und schaut euch bitte dieses Blatt an. Ist das geil oder geil? Das ist so riesig. Schaut euch das mal bitte an. Wie klein meine Hand da dagegen aussieht, ja, das ist Wahnsinn. Wir haben es jetzt gemessen an der längsten Stelle. Wir sind mittlerweile bei 80 cm längste Stelle und also, boah, das ist so riesengroß. Das macht richtig Wind. Ich nehme das ab und zu mal und schwinge unten so den Stängel und das macht richtig Wind, ne? Und das ist noch klein, dieses Blatt, ne? Also ich habe echt deutlich größere Elefantenohren schon gesehen. Ach, ich finde es einfach so mega geil. Das ist so wunderschön, so ein riesengroßes Elefantenohr zu haben. Ja, ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach. Das wollte ich euch auch gerade noch zeigen. Das ist mein sehr überquellendes Maschenprobenkörbchen, wo ich gerade die ganzen Probenstricke für Kiel geholt von den vielen verschiedenen Farben, die wir anbieten. Das hier ist zum Beispiel Fossil. Das hier ist der Crocus sativus, also der gelbe Safran-Krokus, den finde ich so schön. Boah, der ist verstrickt einfach so ein Träumchen. Das hier ist, Moment, ups. Das hier ist Fox in the Universe, was ich euch ja gezeigt hatte schon. Das ist ein ganz schönes, warmes Grau. Und dann habt ihr halt diese fuchsfarbenen Speckel plus halt diese wunderschönen. Hallo, eins Ossi! Na, wolltest du mal Hallo sagen? Ist ja süß. Plus diese wunderschönen dunkelblauen Speckel, ne, die das Universum halt darstellen. Und die Farbe finde ich auch mega cool. Ja, ich bin fast fertig, auch wenn es nicht so aussieht, aber ich bin fast fertig. Die hier warten noch aktuell auf mich. Warte mal, welche stricke ich denn jetzt? Genau, das stricke ich gerade. Ich glaube, genau, Fox at the Woods muss ich noch ein Maschenprüppchen machen. Hallo, eins Ossi. Na, warst du buddeln? Warst du buddeln? Bist du buddeln gewesen? Ja? Ich sehe das doch. Du warst doch wieder buddeln. Okay. Ja, aber ihr seht, es wird so langsam. Und ja, wenn die fertig sind, dann ja,
Ja, genau. Dann werden die gewaschen und hörst du bitte auf, dann hörst du bitte auf. Dann werden die gewaschen und gespannt und dann ja, könnt ihr die euch anschauen, wie die einzelnen Farben dann so verstrickt wirken. Süßen. Heute ist Freitag, es ist jetzt 1 Uhr und ich habe mir ein sehr sportliches Ziel für heute gesteckt, denn genau in 14 Tagen ja, sind wir jetzt auf dem Weg nach Duisburg mit einem hoffentlich vollen Auto und fahren zum Aufbauen. Und deshalb möchte ich heute fertig werden. Das heißt, ich will hier noch 3 große Kisten wegstrangeln. Ich habe den ersten Tisch jetzt schon fertig gelabelt und eingeräumt und strengle jetzt fleißig weiter. Und das ist mein sportliches Ziel für heute Abend. Ich möchte heute Abend, egal wie lange es dauert, mal gucken, fertig sein mit dem ganzen Rumgestrengel hier und möchte das gerne in Kisten verpackt haben. Und wenn Sie hier mal schauen möchten, steht dort hinter mir da ein großer Turm, ein bisschen so wie so ein Jenga-Turm aufgestellt, weil wir den haben wir den ohne Deckel aufgestellt, damit die noch ein bisschen auslüften können, bevor wir den Deckel dann endgültig draufpacken und verschließen die Kiste. Genau, und ja, hier stehen noch 3 Kisten. Und dann war's das. Dann kann ich da einen Haken hintersetzen. Wie cool ist das bitte? Ich freue mich wirklich extrem darüber, dass ich echt so gut durchgekommen bin und ja, dass das hier echt alles so gut gelaufen ist. Meine Güte, es ist wirklich sehr, sehr schön und sehr, es entspannt mich ein bisschen, weil ich muss nächste Woche auch wieder komplett arbeiten. Also nicht hier, sondern im Krankenhaus. Und ja, von daher habe ich meine freien Tage hier echt wirklich richtig gut genutzt. Mit wenig Schlaf, aber dafür sehr, sehr viel geschafft und bin einfach sehr glücklich und sehr stolz auf mich. Und hallo. Achso, genau, ja, ein Teilchen müssen wir hier. Wir müssen ja auch gleich noch Teilchen gehen, ne? Ja, das T-Wort. Schaut mal bitte, was heute angekommen ist. Nach 19 Tagen hat es den weiten Weg aus Berlin zu mir geschafft. Yippie, nach 19 Tagen. Gut, was soll ich dazu sagen? Aber ich bin froh, dass meine Fuchskette jetzt angekommen ist. Ich bin sehr happy mit dem Füchschen. Ich hatte mir ja schon mal eine Fuchskette bestellt. Allerdings war der Fuchs, der dran war, so schwer, dass ich so ein Gefühl hatte, dass ich nach vorne überkippe. Und ja, die habe ich gesehen und habe mich spontan drin verliebt und habe sie mir bestellt. Aber habe jetzt halt auch wirklich irre lange darauf gewartet, dass sie den Weg zu mir findet. Aber die ist jetzt wirklich sehr, sehr schön leicht. Das ist aus Edelstahl und dann ist es halt rosé vergoldet. Ja, ich finde es voll schön. Freunde, letzte Kiste. Es ist 5 Uhr, letzte Kiste. Ich denke, 6:30 bin ich durch. Ihr macht euch kein Bild. Ihr macht euch kein Bild, wie sehr ich mich darüber freue, weil ich könnte mir jetzt theoretisch Urlaub nehmen und einfach wegfahren und sagen, tschüss, ich bin mal weg für 14 Tage. Ich komme aber zu Kigo und wieder voll gut. Das nimmt echt wirklich eine Menge Druck und Last von meinen Schultern wirklich, dass ich ja jetzt einfach ja, fertig bin, gedanklich auch, ne, und mich jetzt wieder auf, ja, auf die Clubs noch konzentrieren kann, ne, die zu färben und Winterboxen, also die es ja zurzeit auch noch im Shop gibt. Es wird dieses Jahr keinen Adventskalender geben übrigens, für all diejenigen, die es noch nicht wussten und die es interessiert, es wird dieses Jahr keinen Adventskalender geben, sondern es wird nur eine Winterbox geben. Das heißt,
Ihr bekommt im Oktober eine Box von mir geschenkt. Geschickt. Und darin sind ja schöne Kleinigkeiten, ein bisschen Wolle, ein bisschen Licht, ein bisschen Wärme und vor allen Dingen auch ein Project Bag, yay. Und genau. Das wird so unser Beitrag, unser Weihnachtsbeitrag sein, dass wir einfach dieses Jahr uns selber mal so ein bisschen zurücknehmen und sagen, Freunde, der Adventskalender 2021 hat uns alle ganz schön viel abverlangt und deshalb ja, haben wir uns dafür entschieden, dass wir wirklich nur eine Winterbox machen und ja, einfach die Winterzeit so ein bisschen schöner und kuscheliger gestalten wollen mit dieser Winterbox und ja, ihr einfach schon mal auch so ein bisschen früher im Jahr was da habt, was euch ja einfach ja, eine kleine Freude bereitet. Genau, so war das gedacht. Also eine Winterbox, die ist auch im Shop noch erhältlich. So, genau. Ich mache jetzt mal weiter, würde ich sagen, ne? Dass ich fertig werden, auf jeden Fall. Heute noch. Morgen, kann man das sehen? Ich glaube, ich habe mich gerade mit meiner eigenen Haselnussmousse, Schokoladen-Haselnussmousse-Gedöns angeschlackert beim Dekorieren meines Frühstücks. Da, es ist, ja, es ist Haselnussmousse. Super, spitzenmäßig. Guten Morgen, Freunde. Es ist heute Samstag. Ich habe mir jetzt gerade Frühstück geschnibbelt und angerührt, dass das jetzt so ein bisschen vor sich hinziehen kann. Ich packe es jetzt nochmal zurück in den Kühlschrank. In der Zeit werde ich jetzt die Banderolenaufkleber drucken mit dem Scanner drauf und mit der Bezeichnung, bla bla bla. Und werde jetzt dann gleich rumlabeln. Und so, damit der Tisch wieder frei ist, damit wir vielleicht auch mal wieder essen können oder so, wäre ganz geil. Ja, das ist der Plan und dann werde ich runtergehen in den Keller und werde färben. Hat sie nicht gesagt, sie ist fertig mit Färben? Ja, natürlich. Für Kiel geholt bin ich jetzt auch fertig, aber ich habe natürlich... Moment, ich muss mal eben... Bleib da oben. Ich bin natürlich für Kiel geholt fertig, aber ich habe natürlich noch Klaps hier laufen und die müssen natürlich auch vorbereitet werden. Und dadurch, dass wir... im Mai zu diesem Zeitpunkt, wo der verschickt wird, bei Kiel geholt sind und dadurch, dass wir im Juni, wenn der nächste Klapp verschickt wird, die nächsten Klapps, so muss es heißen, im Urlaub sind, müssen wir jetzt ein bisschen vorarbeiten und von daher passt das jetzt ganz gut, dass ich jetzt noch Samstag, Sonntag frei habe und dann nächste Woche, also ab Montag, erst wieder im Krankenhaus arbeiten gehe. Von daher muss ich noch ein bisschen was schaffen hier in meinem frei, sage ich auch geil, ne? Man hat frei von seiner Arbeit, von seinem Brotjob und arbeitet ja weiter, weil man ist selbstständig. Es ist einfach so. Genau so. Das werden wir jetzt schnell machen und dann geht's hier weiter.
Ich muss das Ganze sogar nachvertonen, denn der Wind war so laut. Hier zeige ich euch gerade die fertigen Stoffe für die nächsten Knaps. Und zwar ist das von der Paint Bucket Company der fertige Stoff für die Tasche. Und das sind die passenden 100 Gramm Stränge dazu. Hier sind schon mal die kleinen Minis für die Socksets und hier sind jeweils die Socksets für Mai und Juni, für den Year of Sock Club auch schon fertig. Und das hier, also das und das ergeben jetzt noch den Sock Club, den Fuchs Sock Club. Und dann bin ich fertig und ach genau, ja, hier ist noch im Wasser dümpelt hier noch so vor sich hin eine Bestellung aus den USA und ja, die wird dann auch noch trocknen und ja, gelabelt und verschickt. Genau, ja, und dann werde ich diesen Saustall hier aufräumen, weil ich habe die letzten Tage jetzt, wenn ich gefärbt habe, nämlich nicht mehr geputzt, sondern werde gleich einfach final diesen Saustall hier putzen und dann ist hier Ruhe im Schiff. So, Freunde, ich gebe offiziell bekannt, fertig. Ich habe alle Clubs gefärbt für Mai, für Juni. Ich bin komplett fertig. Die können jetzt in Ruhe trocknen. Ich kann die nach und nach wegstrengeln. Das ist nichts mehr, was mich jetzt irgendwie komplett stresst oder so, sondern das mache ich einfach nach und nach. Alles ist super. Ich bin jetzt aber auch echt maximal fertig. Es ist jetzt 6 Uhr abends. Ich bin jetzt fertig geworden. Ich habe jetzt unten geputzt. Alles wieder fein gemacht, dass da auch wieder... ja, irgendwann in ein paar Wochen vielleicht, ich da auch wieder neu färben kann und das alles schön sauber und ordentlich ist. So, genau, ich möchte ganz gerne den Vlog für diese Folge schließen. Er war vielleicht so ein bisschen langweiliger, weil, Leute, mehr passiert hier im Moment nicht, ne? Außer färben, strengeln, labeln, auf Kielbrot vorbereiten. Mehr passiert hier halt im Moment wirklich nicht. Aber nichtsdestotrotz bedanke ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten, fürs Liken, fürs Kanal abonnieren. Ihr wisst, das ist ganz wichtig und hilft uns sehr, ja, so ein bisschen weiterzukommen hier auf YouTube. Und kostet für euch natürlich auch nichts, aber natürlich auch nur liken und abonnieren, wenn euch das Ganze hier gefällt. So, ich würde sagen, wir sehen uns in einer neuen Folge des Permanent Vlogs wieder. Bis dahin bleibt ihr bitte alle schön gesund, passt auf euch auf, habt ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!